So, meine lieben Sportsfreunde, sicherlich kennt ihr die Geschichte, wie Schneile sich unter die Boblins gemischt hat, um als einer von ihnen an die heiligen Bockwaffen zu gelangen. Ja, die guten alten Zeiten. Doch heute möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen. Eine Geschichte unermüdlichen Wetteiferns um Ruhm und Ehre, eines bitteren Krieges um Status und Macht. Die gefürchteten Zentauren, welche ihr alle als Leunen kennt, gelten als die skrupellosesten Monster des Landes. Fordert man sie zum Kampfe heraus, lassen sie keine Gnade walten und werden euch erst in Ruhe lassen, sobald entweder ihr oder der Leune selbst auf dem Schlachtfeld sein Leben lässt. Spitzt die Ohren und hört gut zu, wie Schneile sich voller Wagemut unter die kaltblütigsten Bestien Hyrules gemischt hat, um schlussendlich ihr Anführer zu werden. Ich habe als Leune Breath of the Wild gespielt. Mit einer neuen exklusiven Mod von Waikotero habe ich mich quer durch Hyrule gekämpft, um den stärksten Leunen vom Thron zu stoßen und selbst der neue Alpha-Leune zu werden. Leute, wie siehst du denn aus? So, was haben wir denn hier? Alter, eine Leunenmaske, wild. Löwe. Junge Löwe. Was für Äpfel hier, weg mit dem Scheiß. Also mal im Ernst, mit dem wollte ich nicht anlegen. Nein, alter Mann, ich folge dir nicht. Ich folge niemanden. Während ich im Hintergrund das vergessene Plateau abschließe, erkläre ich euch schnell die Regeln. Erstens, ich muss 5 Leunen, einen jeder Farbe, besiegen. Jedoch werden alle Kämpfe durch eine individuelle Challenge erschwert. Zweitens, ich darf nur Leunenwaffen verwenden. Drittens, ich darf kein Obst oder Gemüse, sondern nur Fleisch essen. Und viertens, ihr müsst jetzt das Video liken. Ja. So, es wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich dumm, über den Heiliaberg zu gehen, da ich da 100%ig erfrieren werde. Deswegen würde ich sagen, gehe ich mal hier über den Schrein des Lebens und dann hier über das Wasser. Das sollte kürzer sein, weil ich muss am Ende ja hier hin. Ich hoffe einfach, das funktioniert ungefähr, wie ich es mir vorstelle. Ah, fuck, hier wird's schon kalt. Okay, da oben muss ich also hin. Okay, das kann verdammt knifflig werden. Das Einzige, was ich habe halt, ist dieses eine Fleisch von da drüben. Okay, mit dem Ding da unten muss ich meine Brücke bauen und dann irgendwie halt möglichst schnell da hochkommen. Let's go. Scheiße. Ah, ohne Cryo ist alles so eklig. Yes. Okay, sehr gut. Okay, kann ich mich schon mal heilen? Wie komme ich jetzt am schnellsten hier hoch? Fuck, das wird super knapp. Das wird super knapp, falls es überhaupt möglich ist. Zwei Herzen noch, zwei Herzen noch. Ah, Junge. Ich kann da drüben hoch. Ich kann da drüben hoch zu den anderen Bockblins. Ein Herz noch, ein Herz. Yes, okay, ich hab's. Jetzt kann ich das essen und jetzt kann ich hier wieder hoch. Oh mein Gott, sollte reichen. Ja, sehr schön. Zwei Herzen noch, gar kein Stress. Also, falls ihr schon mal gefragt habt, wie man mit gerade mal 4,5 Herzen hier hochkommt, ohne zu erfrieren, bitteschön. Da diese Challenge das reinste Gemetzel wird, habe ich mich natürlich für ein viertes Herz entschieden. Nee, besiege Ganon ist nicht mein größtes Ziel, denn es ist meine Mission, der neue Alpha-Leune zu werden. Damit ging es auch schon los in Richtung Donnerhorn, wo der uns allen bekannte erste Leune wartet. Übrigens ist dieser der einzige in ganz Hyrule, welcher immer rot bleibt. Selbst im Master-Modus ist er damit der einzige. So, wo ist er? Da vorne. Ich kann ja schon mal ein paar Elektropfeile einsammeln, auch wenn mir das wahrscheinlich nichts bringt. Ich meine, wie auch ohne Bogen. Was passiert, wenn ich das mache? LOL, als ob das geht. Das juckt ihn einfach nicht. Da ich noch ohne Waffen da stand, musste ich meinen ersten Gegner alleine mit Bomben besiegen. Zack. Nee, von mir kam das nicht, auf gar keinen Fall. Angriff. Das war nicht, was ich wollte. Aber das ist ganz gut, ich kann immer eine Bombe droppen. Und die ist weggeschossen worden, toll. Alter, wow. Oh Gott, das kann richtig eklig werden. Fleisch. Mann, es kann doch nicht sein. Ich kann in Slow-Mo keine Bomben droppen. Scheiße. Och, Mann. Oh, Mann. Das kann richtig, richtig eklig werden. Nein, lass mich in Ruhe. Komm schon, hör auf. Oh, du Wichser, Alter. Ja, hör doch auf. Ich stehe direkt vor dir. Ich muss aufhören, die Bombe in Slow-Mo zu droppen. Wobei, bei der hier geht's. Digga, was? Ja, okay. Man macht Fortschritte, okay? Gerade so ausgewichen. Okay, Alter. Wie konnte ich da gerade ausweichen? Ich muss halt nur zweimal getroffen werden, dann war's das. Oh, Gott, Alter. Epischste Slow-Mo aller Zeiten. Hater würden sagen, es sei eine dumme Idee gewesen, die Bomben nicht erst abzugraden. Scheiße. Oh, Halbzeit, okay. Ja, yeah, noch mehr Fleisch. Alter, wie er fliegt, Junge. Oh, scheiße. War klar, dass es irgendwann passiert. Scheiße. Alter, mehr kann ich mich nicht hochhalten. Ich glaube, ich bin jetzt one-hit, wenn er mich trifft. Alter, sieht echt nicht schlecht aus gerade. Alter, war das knapp. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Oh mein Gott, ich hab ihn. Yes, Alter. Oh, Bruder, nichts mehr im Inventar. Das war eklig. So, aber endlich habe ich meine ersten Waffen. Jawohl. Goddamn, endlich. Ich habe die restlichen Elektropfeile eingesammelt und dann ging es auch schon zu meinem nächsten Gegner, welcher sich auf der Lothrum-Halbinsel befindet. Auf dem Weg zu ihm habe ich etwas Proviant sammeln können, um mich vom ersten, doch recht stressigen Kampf zu erholen. Der zweite Leune ist nicht nur stärker, sondern außerdem doppelt so schnell wie alle anderen. Gut, damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Heilung. Und da vorne ist er, mein zweiter Gegner. Ja, komm schon, Mann. Erstmal einen Headshot reindrücken. Let's go. Alter, ist der schnell, scheiße. Aber mit normalen Waffen bin ich deutlich geübter. Das ist weniger ein Problem. Junge, ach du Scheiße. Digga, was geht hier, Alter? Ja, ich hab's begriffen, ist okay. Digga, erstmal hochhalten, was ist das? Okay, pff. Was hat er da gerade getötet? Ich glaube, jetzt habe ich ihn.
Yes! Na also, Elektropfeile, sehr schön. Und ein Bestienbogen und ein Bestienschwert. Und weiter geht's. Nachdem auch der blaue Leune das Zeitliche segnen musste, machte ich mich auf den Weg zum weißen Leune, welchen ich ohne Schwerter besiegen muss. Dieser befindet sich am Osttor der Ranellstraße. Übrigens, der Kanal wächst zurzeit wirklich enorm schnell, wofür ich mich an der Stelle mal bedanken wollte. Wir kommen den 50.000 Abonnenten immer näher und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne tun. Immerhin ist durchschnittlich gerade mal jeder vierte von euch Abonnent. Mega cringe. So, aber genug Eigenwerbung, weiter zum nächsten Kampf. Da ist mein nächster Gegner. Scheiße, das wird eklig. Ohne Waffen, siehst du? Ich komme in Frieden. Spaß! Easy, gar kein Problem. Zack. Scheiße, ich bin so dumm. Dieses Reh. Denkt aus, was geht hier ab? Und alle Pfeile rein da. In deine Hackfresse. Und die ganzen Elektropfeile. Es wird ehrenlos. Ich könnte ihn theoretisch, wenn ich es gut anstelle, in diesem Loop behalten. Muss man immer nur das richtige Timing treffen. Ja. Ja, das ist ja unfair. Ist viel zu einfach. Komm, das kann ich besser. Mit einem Schild zu spielen macht viel zu viel Spaß, wirklich. Oh, du bist gleich tot, das weißt du schon, ne? Ich bin auch gleich tot. Okay, ich habe noch eine Fee. Aber trotzdem, ich sollte mich jetzt irgendwie nicht mehr treffen lassen. Ich hab ihn gleich. Komm schon. Jetzt stirb endlich. Komm schon. Yes! Alter, war das knapp. Sehr schön. Und Bombenpfeile natürlich, ja klar. Und weiter geht's. Von Ranell aus ging es dann nach Westen Neklude auf das Karmas Plateau. Und natürlich besitzt auch der silberne Leune eine besondere Fähigkeit, die den Kampf gegen ihn erschwert. Jetzt wird's richtig interessant. Denn der Dude ist immun gegen Kopftreffer. Aber kein Problem. Das stresst mich natürlich nicht. Ach du Scheiße. Komm schon, ich kann nicht in einem normalen Leunenkampf sterben. Kann ja nicht sein hier. Ja, okay, Halbzeit. Falls ihr es noch nicht wusstet, die Explosion kommt immer, wenn er die Hälfte seiner Leben verloren hat. Und danach so oft er will. Scheiße, ich bin so dumm. Wie sieht's aus, wenn ich nach oben geflogen bin? Ich habe noch Bombenpfeile, stimmt ja. Da war ja was. Komm, frisst das, Alter. Dieser Bulle da vorne. Komm, tschüss, stirb. Ich weiß, er hat überhaupt nichts damit zu tun, aber er musste jetzt sterben. Er musste sterben, es war nötig. Alter, das war so dumm. Das war so dumm, wow. Was war das jetzt? Gestolpert. Was macht der denn da? Ah, ich brenne, ich brenne. Ich sollte mich heilen. Auf deinen Arsch. Yes. Na also, die Lanze. Ja, die Edelsteine sind mir scheißegal. Aber damit geht's jetzt zu meiner letzten Prüfung. Jetzt war es an der Zeit, mich dem König der Leunen zu stellen. Dafür musste ich mich zurück zum vergessenen Plateau begeben, von wo aus ich die Arena-Ruine gut erreichen konnte. Ich war bereit, habe meine Kräfte gesammelt und ließ mich von nichts mehr aufhalten. Oh, scheiße Stahlmoblins! Da ist der also, der Alpha-Leune. Ach du Scheiße. Junge, was ist das für ein Monster? Alter, was ist das? Let's go. Alter, ist der schnell. Aber das stresst mich alles nicht. Ich habe genug trainiert, ich weiß, was ich... Ich wollte sagen, ich weiß, was mich erwartet. Okay, ich weiß total, was mich erwartet. Fuck, Alter. Okay, nächster Gegentreffer und das war's für mich. Aber ich lass mich nicht treffen. Alter, renn mich nicht über den Haufen. Scheiße! Dieser Leune ist ein Monster. Viel größer als seine Artgenossen, doppelt so schnell, immun gegen Kopftreffer und als wäre das nicht genug, reicht ein Gegentreffer aus, um mich zu erledigen. Ich fange jetzt von hier aus an, das ist mir egal. Wieso juckt es ihn nicht? Antike Pfeile, das habe ich natürlich auch vergessen. Was auch sonst, Alter. Alter, war das knapp. Halbzeit, okay. Zu eurer Info, ich habe natürlich keine Heilung außer die Fee. Falls ihr euch fragt, Schneile, warum heilst du dich nicht? Und weg damit, los. Yes. Digga, was macht er da? Hallo? Alter, ich hab ihn fast. Let's go. Scheiße, scheiße, scheiße. Let's go. Ich hab ihn. Nutze ich die Fee halt so. Sehr schön. Und der ganze neue Loot. Chimärenbogen. Und das Chimärenschwert. Ich glaube, es gibt einen neuen Alpha-Leun. Und das war die Geschichte, wie es Schneile gelang, angesehener Herrscher der Leunen zu werden. Sportsfreunde, wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Schneile sich in einem speziell angefertigten Dungeon geschlagen hat, empfehle ich euch das Video hier in der Mitte. Ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal.